Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Sims 2 mit unseren Stammis. Und hier wird frisch gebadet. Und ja, Queenie muss auf jeden Fall gleich zur Arbeit. Das heißt, es wäre toll, wenn sie gleich fertig ist mit Baden. Aber es sieht anscheinend so aus. So, wer fehlt denn noch? Yuko ist auch noch mittendrin im Baden. Paulchen müssen wir nicht baden. Strolch ist gebadet. Queenie. Yuko. Dozer. Dozer muss noch gewaschen werden. So, dann wirst du auch noch gelobt dafür, dass du dich in der Badewanne benommen hast. Wann musst du denn zur Arbeit? Um 18 Uhr, ja. Auf jeden Fall seid ihr dann schon mal gut drauf. Pfötchen geben, ja genau. Pfötchen sollten wir schon mal in Arbeit setzen. Aber erst wenn du dich, deine Blase entleert hast. Ja, mit Hunden, das ist halt anstrengend. Da muss man halt gucken, dass die bei Laune sind, sich drum kümmern, dass die auch nicht verhungern. Und ich muss sagen, es läuft doch eigentlich im Moment gar nicht mal so schlecht, oder? Ich glaube, es tut auch ehrlich gesagt ganz gut, dass wir in einem anderen Haus wohnen, ne? Was größer ist. Wo die dann auch Auslauf. Gut, das mit den Aufgängen, ja, das ist ein bisschen. So, und ich kann dich natürlich auch noch loben, dass du dich benommen hast in der Badewanne. So. Und wir wollen ja immer noch eigentlich theoretisch in den Urlaub fahren, ne? Das sollten wir eigentlich auch mal machen. Ups. Verbrannt. Tja, das ist ja wohl ein bisschen doof gelaufen. Nee, das sollst du nicht servieren. Das kommt direkt so wie es ist in die Tonne. Aber dann machst du halt eben Sandwiches. Ist vielleicht im Moment ein bisschen einfacher. Und dann kannst du nämlich was essen. Theo hat heute frei. Ja, das ist. Aber finde ich gut, dass die jetzt frisch gewartet zur Arbeit gegangen sind. Und dann warten wir auf jeden Fall, bis die alle wieder bei der, also zu Hause sind. Und dann kann man ja mal gucken wegen dem Urlaub, dass man da auf jeden Fall weiterkommt. So, du bist auch wieder da, das freut mich. Dann geht's für dich jetzt ab aufs Klo. Und wir müssten ja eigentlich mal, wir könnten ja auch mal Billard spielen. Da könntest du vielleicht mal mitmachen. Au! Du hast soeben das weiße Hundehalsband mit Tatzen freigeschaltet. Okay. Vielleicht tut das eure Freunde-Dingens ein bisschen raufbringen. Ja, ich glaube schon, ja. Du brauchst Spaß. Wie wäre es, wenn du noch mal ein bisschen was isst?
Doch, wer muss denn alles zur Arbeit? Der Strolch geht zur Arbeit und Yuko. Ja, würdest du das hier noch aufräumen und die Reste vielleicht weglegen? Uiuiuiui. Und dann kannst du dich gerne auf die an die Blasenmaschine machen. Willkommen zu Hause, Adam, ja. Was sollte das jetzt? So, dann kannst du ja noch mal. Was heißt noch mal? Sag mal, geht dir jetzt auch jeder zur Arbeit? Du musst nicht, du warst heute schon und du bist auf dem Weg. So. Oh Mann. Und irgendjemand geht jetzt ans Telefon. Hey Adam, kann ich? Ja, natürlich. So, Näpfe. Müssen wir hier irgendwas säubern? Irgendwas befüllen? Nö, im Moment nicht. Doch, jeder hier. Das war mal ein kurzes Gespräch. Du musst heute arbeiten, ne? 21 Uhr. So, dann würde ich dir noch mal raten. Nein, okay, du hast dafür keine Zeit. Uiuiui, ist das hier ein Durcheinander. Und vorhin auch so schön gesagt. Ja, es läuft doch. Was könntest du dir denn nehmen? Ja, so ein Sandwich. Also Hawaii Toast ist es ja eigentlich. So. Und dann kannst du nämlich schon mal schlafen gehen. Du gehst duschen. Ja, du gehst duschen. So. Schlafen. Und ich denke mal, du bist auch so weit aufgefüllt, dass du dich jetzt mal um andere Dinge kümmern kannst. So, dann bin ich mal gespannt, ob wir dann wieder, ob wir diesmal befördert werden. Abigail wird an das Zimmer eines Mädchens gerufen, das von einer bösen Macht besessen ist, was oberflächlich wie ein kleiner Geist aussah, der ein paar Probleme machte, stellt sich schließlich als mächtige dunkle Kreatur heraus, die versucht, die ganze Familie unter Kontrolle zu bekommen. Soll Abigail versuchen, das Problem selbst zu beseitigen, bevor noch mehr Probleme entstehen? Oder soll sie ihr Büro anrufen und um Verstärkung bitten? Felsenfest entschlossen macht sich Abigail daran, die Kreatur zu bekämpfen. Und nach einer titanischen Schlacht gelingt es ihr, den Geist unter größter Anstrengung aus dem Mädchen herauszutreiben. Auszutreiben, so. Keuchend und schwindelig bricht Abigail für einen Moment auf dem Boden zusammen, bis ihre dankbare Aufmerksamkeit der Mutter des Mädchens neue Lebensenergie schenkt. Abigails Leistung war derart beeindruckend, dass sie innerhalb von Stunden zur Sektenführerin befördert wird. Yay! Wow, und kommt mit Hubschrauber. Glaube ich, ja. Und das ist, glaube ich, die Spitze. Du hast hart gearbeitet und bist nun an der Spitze der übernatürlichen Karriere angelangt. Glückwunsch! Hätten wir das jetzt auch gepackt. Und wir verdienen auch gar nicht mal so schlecht, ne? So, das heißt für dich, du kannst jetzt gerne ins Bett gehen. Uiuiui, da ist jemand richtig fertig, aber. Kein Problem.
Solange ihr nicht verhungert, ist mir das alles recht. Ah, Baron ist wieder da. Und die Katze hat's eilig. Okay. Keine Ahnung, was die Katze wollte. Ich spule auf jeden Fall mal vor. Dosa ist heute nicht bei der... Dosa? Wieso warst du nicht bei der Arbeit? Naja, gut. Passiert. Warum bist du dann so fertig? Also da muss ein Fehler gewesen sein. Ich habe den doch einsteigen sehen. Ich kann nichts dafür, wenn das Auto einfach vor der Nase wegfährt. So, aber was ich tatsächlich dann unter Umständen machen werde, ist in den Urlaub fahren. Hoppala. Muss ich jetzt erstmal gucken, wo wir da am besten hindüsen. Wir könnten in die Berge fahren. Schwierige Frage. Also drei Seen würde sich auf jeden Fall für Katja und Adam anbieten. Ah, das ist jetzt schwierig. Was fehlt denn euch in den Bergen? Da gucke ich gleich mal bei Abigail und Theo. Pfannkuchen essen. Die Massage? Ah ja, dann fahren wir halt nochmal in die Berge. Aber mit Bigfoot, da müssen wir uns dann wahrscheinlich wieder so machen, wie das letzte Mal. Mehrmals? Oder... Ah, wobei, wenn die sich doch alle dann mit dem Bigfoot anfreunden... So, auf jeden Fall muss jemand jetzt erstmal den Urlaub beantragen. Und zwar Urlaub, Urlaub buchen. Dann sind die Hunde zwar jetzt und die Tiere wieder allein zu Hause, aber dafür ist ja dann eine Aufsichtsperson da, die wir einstellen dafür. Den Adam nehmen wir mit. Die Kati, also dass die vier dann wieder... und wir machen wieder das volle Programm. Ja. Und dann am besten jetzt. Und zwar drei Seen. Und dann... müssen wir mal gucken. Campingplatz. Da wäre dann unter Umständen auch Zelten möglich. Und das sollten wir ja sowieso mit allen im Prinzip machen. Ja, genau. Wenn du in Urlaub fährst, wird dein... Genau. Während du im Urlaub... Genau, Kindermädchen. So, und das heißt, wir gehen fahren in den Urlaub. So, ihr macht, dass euch... dass das Haus stehen bleibt. Lasst alles... stehen, geht zur Arbeit oder was auch immer. Macht einfach euer Ding. Und dann gucken wir mal, dass wir gleich zur Bigfoots Hütte düsen. Und ich glaube, die müssen sich einfach alle gut mit dem anfreunden. Hoffe ich mal, dass das reicht. Häckslers Campingplatz. Hört sich natürlich schon ein bisschen komisch an. Vielleicht ein bisschen gruselig. Beängstigend.
So, da wären wir doch auch schon. So. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall mal gucken, dass wir uns ein nettes Plätzchen suchen und hier auf jeden Fall einchecken. Und ich glaube mal, dass die auch hier. Einsteigen, ja. Ich glaube mal, wir sind doch alle. Wir haben jeder. Es braucht doch auch nicht jeder ein Zelt, oder? So, und da wir jetzt sowieso alle, glaube ich, im Prinzip Hunger haben, können wir auch jeder Pfannkuchen bestellen. Das ist, glaube ich, das, was euch allen fehlt, ne? Oder ist es das Pfannkuchengericht? Ja, das sind andere Pfannkuchen. So, dann gucke ich gleich mal bei dir rein. Was hast du da? Mit dem Aufzug abgestürzt. Oh. Ui. Das ist dir passiert. Das habe ich ja gar nicht mitgekriegt. So, also du hast Bigfoot auf jeden Fall noch nicht mit ihm Freundschaft geschlossen. Aber das wird sich ja dann hier ändern. Tim. Da fehlt ja auch noch die Begrüßungsrituale. Obwohl wir eigentlich. Naja, egal. Baumringe. Im Zelt, da werden wir auf jeden Fall noch hinkommen. Und Axt werfen werden wir auch noch machen. Hier kann ich davon jetzt nichts machen, ne, außer im Zelt schlafen. Da müssen wir mal gucken. Dann gucke ich mal bei dir. Bei dir sind die Pfannkuchen. Ja, genau, Pfannkuchen gegessen. Okay. Bei dir sind aber noch nicht die. Aber bei dir, okay, ihr müsst den Teller komplett aufessen. Ne? Oh Gott, und er ist dick geworden. Super. Naja, wenn man auch leckere Sachen isst, da macht das auch nichts. Das ist. Heißt, also, da mache ich jetzt keinem einen Vorwurf. Wir wollen. Was wollen wir denn zuerst machen? Wir können auf ein Gemeinschaftsgrundstück. Und zwar mit allen, genau. Block, das ist drei Seenplaza, Pfannkuchen, Ferienpark. Na, Obst, Gemüse, bla bla bla. Sägewerk. Ah, genau. Da können wir doch mal hin. Weil für Bigfoot, da weiß ich, da machen die sich gleich wieder in die Hose. Weil die dann irgendwie, ich weiß auch nicht. Aber warum hat Bigfoot auch keine Toilette? Meine, er geht in den Wald, ja. Aber die Sims können das nicht. Die können das nur durch ihre Hose dann erstmal durchfiltern lassen. Was nicht so angenehm ist. Aber jetzt machen wir erstmal das Axtwerfen und das mit den Baumstammrollen. Ich meine, da wäre auch diese Rinde gewesen, wo die dann sich das angucken konnten. So, erstmal im langsamen Ding. So, kann ich mir das jetzt erstmal hier. Genau. Wem fehlt denn das noch? Ich glaube, der Kati fehlt das komplette Paket, ne?
Das sowieso nicht. Also, Baumringe haben interessante Geschichten zu erzählen. Dann, bleib auf dem Stamm und gewinne. Und das Ziel, genau. Das heißt, wir fangen jetzt einfach mal mit der Baumrinde an. Für dich gilt dasselbe anscheinend, weil du das halt auch nicht hast. Okay, dann untersucht ihr das mal. Was hat denn die Kati, die Abigail? Der fehlt noch das hier. Ja, dann kannst du dich doch hier mal ein bisschen vergnügen. Und dann werde ich auch schon wieder einen Cut machen müssen. Und dann sehen wir halt den Teil in der nächsten Folge. Und bis dahin sage ich Tschüss.